Teichanlage öffnete pünktlich um 8 Uhr. Wir bezogen unsere Plätze an Teich 2 auf der Bachseite, ziemlich mittig vom See. Unsere Grundrouten legten wir zuerst aus, mit einem Ködermix aus Bienenmade und Knoblauchteig, ca. 50 cm auftreibend über Grund. Den oben gezeigten Spoon von Ilex probierte ich am Anfang zuerst aus. Nach dem dritten Wurf konnte ich auch direkt in der Absinkphase den ersten Biss verbuchen. Cool. Silber mit Orange. Direkt draufgeknallt. Einmal angekurbelt, fängt. Die kleine. Aber am Anfang. Der Anfang ist gemacht und so kann es weitergehen. Hier nochmal das Huhn, mit dem ich die Lachsforelle gefangen habe. Nachdem ich keine Bisse mehr aufs Huhn bekam, wechselte ich die Route und schleppte mit Forellenteig weiter. Nicht voll genommen, Vieh. Gleich bekommt Toni auf Schleppen einen ordentlichen Biss. Sieht gut aus. Hast schon rein. Die Forelle schoss direkt nach links rüber und schwamm durch meine beiden Routen durch. Mit ein bisschen Glück konnten wir beide Routen nacheinander aus der Schnur lösen. Ganz schlecht. Freddy! Ja, hat schlecht, ne? Ich hab mal keinen Schiss gehabt. Ja, das ist ja auch bei dir normal. Die Forellen bissen in den Morgenstunden wirklich extrem schnell. Die erste Forelle für den Toni ist im Kescher. Sie wog genau 3,5 Kilo. Der beißt nicht schlecht, war Willi. Das war beschissen. Ich bin keine 10 Minuten am Schwimmen. Da haben wir noch Zeit. Der stolze Fänger und seine Forelle.
Die Forellen standen sehr grundnah und darum wechselte ich auf einen halbsinkenden Spiro, langsam geschleppt mit hellgrünem Powerbait. Diesmal gab ich ihr die Zeit, den Köder richtig zu nehmen. Der Anhieb sitzt, Gott sei Dank. Das Schöne an der Jahreszeit ist, dass die Forellen im Herbst wirklich extrem viel Power haben. Beim Ausnehmen der Forellen konnte ich sehen, dass sie voller Rogen waren. Das erstaunt mich dann noch mehr, dass die Forellen wirklich so kampfstark geblieben sind. Hier meine Grundmontage. Ich fische einen Bodentaster mit einem ungefähr 1 Meter langen Vorfach und vor dem Haken 30 cm ein kleines Bleichrot. Als Hakenköder habe ich zwischendurch die Trout Nuggets von Powerbait benutzt, von Berkeley. Die werden mit einem ganz normalen Forellenhaken einmal durchgespießt und dann nochmal mit der Spitze leicht eingehakt. Unter Wasser bildet der Trout Nugget einen leichten Schleimmantel und gibt so seine Lockstoffe wunderbar ab. Auf der linken Seite saß ein Angler, der mit selbstgemachten Forellenteig geangelt hat an der Pose, und genau nebendran, im Grunde im Kreis von 3 Metern, lag die Grundrute, und in dem Bereich schleppte ich auch mit meinem Powerbait. Die Grundrute lag noch keine 5 Minuten im Wasser und schaut mal auf den Bissanzeigering. Ich müsste dem Mitangler eigentlich danken, dass er so wunderbar mit seinem Forellenteig angefüttert hat, denn genau in dem Bereich standen die ganze Zeit die Forellen. Hier, meine Tasche, kannst du welche holen.
Auftreibend, ja. 30 cm haben sie ungefähr und dann liegen lassen. Die Forellen in dem Lachsforellenteich haben 1,2 bis 2 Kilo standardmäßig und zurzeit in der Saison werden Forellen bis 7 Kilo mit beigesetzt. Die meisten Bisse konnten sich auf hellgrünen Forellenteig verbuchen, aber auch schwarz-orange und schwarz-blau liefern diesen Tag sehr gut. Noch wieder auf vorne fällt. Ja, das macht gut aus. Die Forelle nahm den Powerbait in Braun mit der Geschmacksrichtung Trout Palette. Der nächste Biss folgte wieder auf der Grundroute. Diesmal verwendete ich wieder einen Kombiköder aus Bienenmade und Powerbait auftreibend. Vorsicht, Dicke! Das ist eine große! Danke! Es war nur eine 2 Kilo Forelle, aber sie zog ordentlich. Hier nochmal nachträglich ein Dank an die Angelkollegen links, die ihre Routen bereitwillig auf Seite räumten. Danke, ne? Ja,
Der Willi, der Meter drin. Oh, schön, Willi. Keine kleine Forelle hier drin. Wir wollen nicht noch schön keschern hier. Da muss ich. Aber ganz stark hat die Zore, ne? Schildri! Schönes Tier. Ja. Willi, Petri, schlag ein. Da kann man sich zu Recht über so einen Fisch freuen. Und abends wunderbar in der Pfanne. Das war der Erfolgsköder, worauf die Forellen am meisten gebissen haben. Außer diesem kurzen, leichten Regenschauer hatten wir sonst mit dem Wetter wirklich Glück. Es waren angenehme 12 Grad. Hier folgt der nächste Biss auf Grund. Wieder extrem zaghaft. Nein, ich sollte nicht in der Schnur hängen, es war wahrhaftig die nächste Forelle dran. Toni, bis? Ja, bis.
Schnell geschleppt. Hellgrün. Der Angeltag ging zu Ende. Ich konnte insgesamt 7 schöne Lachsforellen von 1,2 bis über 2 Kilo fangen. Beim Ton ist es leider bei der einen Lachsforelle von 3,5 Kilo geblieben. Insgesamt ist am See gut gefangen worden. Die Beißphasen waren morgens recht früh und man kann sagen so ab nachmittags 14 bis 16 Uhr nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.